Willkommen! Friede sei mit euch. Yassas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten, eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein Dritter. Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nun dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Dalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Sei gegrüßt. Willkommen. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sieh dich um. Ein guter Panzer, der Stolz eines jeden Kriegers. War's das? Ich sollte mal weiter. Bis dann.
Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich! Du bist nicht willkommen. Sir! Bin gar nicht hier. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Es ist mir egal, was ihr tun müsst. Verbrennt sie oder tötet ihre Hunde, wenn es sein muss. Verstanden. So in um jeden Preis. Warum nicht heute? Ihr werdet mit jedem Tag unfähiger. Nutzloses Pack. Was denn jetzt? Was war das? Was? Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Das ist minderwertig. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist, für den du dich ausgibst. Dieser Teller ist unbezahlbar, das schwöre ich. Schatzmeisterin Ning, wenn du nur... Geh, lass die Vase hier. Schau mir den Teller aus den Augen. Vielleicht können die Hunde im Zug davon frei. Ihre Ansprüche sind zu hoch. Muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim.
Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Wieder. Der Djinn. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet!
nutzt den Vorteil! Ich scheitere nicht! Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Ruhig, Basim. Ich bin da. Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach sucht. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne.